Ja, und somit herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator. Weiter geht's mit dem nächsten Auftrag. Ich habe mir da schon was ausgesucht, was mir ins Auge gestochen ist. Wir sind da gerade in der letzten Folge nach Holbrook gefahren. Und von da aus gibt es einen Auftrag nach Kayenta. Einmal hier hoch und dann links runter. Und von da aus könnten wir dann nach Utah oder von Holbrook aus nach New Mexico. Oder auch hier über Page nach St. George und wieder zurück nach Las Vegas vielleicht. Mal schauen. Oder wir gehen auch von Flagstaff nach Phoenix in die Hauptstadt. Aber heute machen wir mal das hier, Holbrook nach Kayenta, Buttermilch. Let's go. Ist, glaube ich, auch nicht allzu lang. 175 Meilen, ja, okay. Hört sich, glaube ich, länger an, als es ist. So. Haben wir hier ein Navi? Let's do ja. This. Kurz schauen von außen. Ein Reefer Trailer mit zwei Achsen. Und ein International Lone Star. Ups. Dann geht's los. Wo müssen wir hier raus? Das geht, glaube ich, hier. Oh shit. Das hat sich jetzt nicht so gut angehört. Turn left. Claro. Ich ist gerade freie Bahn. Und dann gleich wieder rechts. Get ready to turn right. Chambers Road. Turn right. Oh, okay. Über den Feldweg oder wie es aussieht. Spannend. Habe ich jetzt ja auch noch nie gesehen. Ist wahrscheinlich eine Verbindungsstraße. Natürlich nicht so schnell fahren wie sonst. Get ready to turn left. Turn left. Okay, rechts geht's nicht lang. Kommt von links sicherlich auch nichts. Spannend. Fängt ja schon mal gut an die Reise. Get ready to turn right. Turn right. Und gleich nochmal über den Feldweg. Okay, why not? Kann man machen, muss man aber nicht. Get ready to turn right. Sieht man hier fast nichts. Da kommt niemand. Aber von vorne, ja, kommt was. Du siehst doch, dass ich hier rausfahren möchte. Mann. Okay. Ich weiß, ich hätte auch vielleicht warten sollen. Vielleicht war es eher meine Schuld. Aber er hätte auch abbremsen können und uns mehr Platz lassen können, aber gut. Dann halt nicht. Vorne ist irgendwie wieder was. Wahrscheinlich eine Baustelle.
Sieht nicht so aus. Roadworks ahead, ja. Mit einem mobilen Ampel. Schätze mal, dass es gleich grün wird. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Doch. Alter, ist das hell. Ist ja gut. Ich hab's schon gesehen. Nicht zu übertreiben. Die Funktion müssen sie noch ein bisschen ausbauen, finde ich. Die ist zu empfindlich. Was so Fahrzeuge anbelangt. Weil man hätte es ja auch einstellen können, dass es Fahrzeuge und Objekte erkennt. Aber ich glaube, dann wäre es noch viel schlimmer. War cool, dass es eingebaut ist, aber viel zu empfindlich. Und jetzt fahren wir hier einfach durch die Nacht. Ich sehe absolut gar nichts. Ihr seht zumindest noch ein bisschen was. Ich sehe soweit, wie der Scheinwerfer reicht. Mehr sehe ich nicht. Fast zu spät gesehen, dass sie hier auf unsere Spur rüberkommen. Weil er an der Baustelle war. Ist ja auch fragwürdig, wie der Bremsassistent funktioniert, wenn auf unserer Seite eine Baustelle ist und wir auch so ein bisschen rüber müssen und uns Autos entgegenkommen. Ob er dann vor in die Eisen geht oder ob er das doch dann durchlässt. Ist gerade jetzt nicht so spannend für mich, ehrlich gesagt, durch die Nacht zu fahren. Aber geht nun mal leider nicht anders.
gerade jemand eine Panne. Unser Tank ist noch halb voll, dann müssen wir nicht tanken, sehr gut. Es vergesse ich manchmal zu schauen, wie voll der Tank ist, wenn wir hier einen ausgeliehenen LKW bekommen. Echt einfach mitten in der Wüste. Weit und breit nix. Crazy. Keine Ahnung, warum jetzt der Tempomat abgebremst hat. Auf 50 runter. Ich meine, so schnell sind die nicht gefahren. Alles gut, ich sehe es ja. Kayenta. Four Corners. Es sieht alles frei aus. Spiel mit dem Lenkrad, merke ich, dass ich schon ein bisschen sehr vermisst habe. Macht halt schon Spaß. Vor allem, wenn man nicht selber nicht ein Auto hat, was man irgendwie täglich fahren kann. Weil ich fahre ziemlich gerne Auto, weil es eben Spaß macht. Und man auch viel schneller von A nach B kommt. Zumindest meistens, wenn kein Stau ist oder so. Daher sind Simulatoren halt manchmal doch schon sehr cool. Ich habe ja vor kurzem auch den Taxi Live Simulator gespielt. So heißt er, glaube ich. Wo man Taxifahrer in Barcelona ist. Hätte ich auch gerne mit dem Lenkrad gespielt, allerdings wird das hier, was ich habe, noch nicht unterstützt. Was sehr schade war. Und da muss ich dann mit dem Gamepad zurechtkommen. Hat halbwegs gut funktioniert. Ist mit dem Lenkrad halt schon ganz was anderes als mit Gamepad oder Tastatur. Genau. Ansonsten gibt es sicherlich noch den ETS 2, den ich hier spielen könnte. Mit Lenkrad, City Car Driver Driving kommt sicherlich auch auf den Kanal. Fanbus Simulator habe ich auch noch. Wie gesagt, das Scania Truck Driving Simulator, vielleicht kommt der später mal, wenn ich das irgendwie vielleicht gefixt krieg. Oder auch nicht. Mal schauen, vielleicht kommt es auch früher oder später. Ja, früher. I don't know. Keep right and then turn right. Genau, auf jeden Fall haben wir da schon noch ein paar Spiele, die wir hier spielen können. Mit Lenkrad.
als Aufenthalt in Kayenta. Gruppenstart findet von 16 sind es, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Okay, no parking. Ich dachte, du hast no turn in red. Aber das darf man hier. Get ready to turn left. Jetzt gleich hier links zum Laden. Turn left. Mal schauen, wo sie den Trailer hinhaben wollen. This is where it ends. Danke, dass du mir das sagst. Okay, einfach da rechts an die Wand. Also nichts Besonderes. Schade, da hätte ich jetzt gerne ins Dock. Im Dock geparkt. Was links von uns ist. Weil es doch ein bisschen spannender ist. Aber ich finde die Option zufällige Stellplätze eigentlich besser, weil dann ist es immer ein bisschen unterschiedlicher. Und nicht immer gleich. So, da sind wir nun angekommen. Sollte eigentlich auch alles perfekt sein. Sammler von Unternehmen. 3400. Ah, fast Level 3. Sehr gut. Dann würde ich sagen, war es für diese Folge vom American Truck Simulator. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.